Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA 23 und wir spielen heute in Kaiserslautern. Ja, weiter geht's heute. Nee, gegen Lautern? Gegen Lautern, wahrscheinlich. Heimspiel, oder? Das wird Heimspiel sein eigentlich. Das wird mal. Ja, es ist ein Heimspiel gegen Lautern. Wir haben jetzt aktuell immer noch sieben Punkte. Haben die tatsächlich unentschieden gespielt, die Freiburger. Sehr gut. Ja, wir müssen unsere Spiele gewinnen, um wieder dran zu bleiben. Also ich denke mal, zweiter werden wir. Freiburg wird wahrscheinlich den Titel holen. Aber wir haben das direkte Duell noch, ne? Und dann wären es nur noch drei Zähler. Jetzt aber erstmal der FC Kaiserslautern als nächste Pflichtaufgabe. So, Spieler sind wieder fast fit. Ich muss tatsächlich einmal kurz wechseln. Auf der 6, weil der Herr Ulrich ein bisschen nicht angeschlagen ist, sondern einfach nur ein bisschen nicht ganz zu 100% fit ist, sagen wir es mal so. Der wird auf jeden Fall wieder spielen, das ist klar. So. Aber er wird halt nicht weil von Beginn an spielen. Der wird einfach nur mal. Es geht nur Fitness-Sachen. Fitness-Dinger. Let's go. Es ist eigentlich klar, wen wir hier heute besonders im Auge behalten werden. Denn er hat das Karriereende angekündigt und darf in der Startelf ran. Gleich geht's hier los, live bei EA Sports. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Könnte eine packende Partie werden, Buschi. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. So, geht jetzt gleich los auf jeden Fall. So, auf geht's im Heimspiel gegen den FCK, Spieltag 27, der siebtletzte Ligaspieltag für Liga 2. Dann geht's in der nächsten Woche Liga hoch in Bundesliga 1. Aber mal schauen, was unsere jungen Wilden heute auf die Reihe kriegen. Die nächste Saison werden ein bisschen älter sein, werden ein paar Spieler dabei sein, die schon jenseits der 30 sind. Aber ist halt. Aber dann ist der Ball weg, sie machen also nichts aus dieser Szene. Die große Überraschung dieser Saison, das sind aus meiner Sicht bislang die Gastgeber. Ja, und lang ist die Spielzeit ja nicht mehr. Die haben bisher konstant gute Leistungen gebracht. Sie haben durchaus. Schönes Ding über Peters. Jetzt hier rein. Ah. Da hat der Torwart keine großen Probleme. So was nochmal. Wieder Platz auf der rechten Seite. Viel Platz auf der rechten Seite.
Und wenn man dann ein bisschen zu viel Platz hat, dann steht das 1-0 auf einmal. Und das ist fast passiert hier gerade. Und sie können klären. Leider kann Lute, also aus unserer Sicht, leider kann Lute das Ding nochmal entschärfen. So gerade. Aber scheinbar kriegt Lautern es nicht auf die Reihe, diese rechte Seite zuzumachen. Das ist nicht der nächste Durchstoß. Das wird Ecke geben. Die Ecke kommt rein. Ah, den muss er besser klären. Ja, schade. Schwierige Aufgabe. Der Abwehr und ergreift zu schwach. Er hatte den Ja, wieder dazwischen. Kakuta Lua diesmal. Denn er hatte die Gerüchte mittlerweile bestätigt, Buschi. Ja, kriegen wir es mal die linke Seite. Kommt der an oder geht der noch da ins Haus? Ecke. Ja, das ist natürlich schade. Toller Spieler, toller Mannschaftsspieler vor allem. Was hat der nicht alles erreicht? Der wird eine Lücke reißen, keine Frage. 1:1 ist er nicht zu ersetzen, das geht nicht. Ein Riesenspieler. So. Ecke in die Mitte. Lobo! Der Versuch scheitert, Szene geht weiter. Idee war mal gut. Er kann sie in Führung bringen. Ja, kann sie, aber sie kriegt es nicht hin. Noch nicht zumindest. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Ah, schade. So, Vorteil, nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Jetzt haben Sie es. Aber gut, Gott sei Dank irgendwie nochmal geklärt. Angulo. Lautern kriegt es jetzt ein bisschen besser auf die Reihe, scheinbar. Nein, Sie haben es schon wieder zu früh gelobt. Nochmal! Nochmal, frei auf Lieber zu und wieder auf die rechte Seite. Da und dann ist das Lute. So, Ecke kommt. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopf. Schade. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. So, mal gucken, ob es hinbekommen. Wir haben jetzt gerade eine gute halbe Stunde gespielt. Wir machen den Druck, den wir machen sollen. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Um Freiburg, wie gesagt, auf den Dings zu halten. Ein bisschen auf Druck, aber den Druck auf Freiburg zu erhöhen. Chance zur jetzt Führung. Ist doch nicht wahr, ne? Boah, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. Jetzt haben wir wieder mal den Ball. Sie können es machen. Lute ist raus. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Und ganz, ganz wichtig, dass der abgeblockt war, weil der Keeper war weg vom Tor. Der hätte aus der Distanz gepasst. Es gibt einen Treffer im Freiburg-Spiel. Alle oh, Moment, Freiburg? Jetzt aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Freiburg. Scheiße. Neuer Spielstand damit. Und damit sind wir heute unter Druck, weil Freiburg führt. Vielen Dank für dieses Update. Philipp Herrcher. Boyd. Ich habe jetzt Beut. Ah, Schiri, der war doch nicht. Die Aktion holt er sich wohl gelb ab. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war es und dann geht auch die Karte in Ordnung. Ja, fahr kein Foul, meiner Meinung nach. Das ist wichtig. Gakuta Alur. Und die erste Chance für. Jetzt Eckball. Können Sie klären? Ich damit erstmal. Jetzt ist Pause. Und das ist der pfeift jetzt tatsächlich die Situation weg. So, Freiburg führt gegen Greuther Fürth. Das ist das Topspiel. Ein Sieg für Fürth von Fürth wäre natürlich das Tollste, wenn es passieren würde. Wenn wir unsere Aufgabe hier lösen. Aufgabe Lautern lösen. Herrscher erstmal stoppt. Sterner.
schon gut wieder. Das gibt Einwurf. Kleefisch, jetzt mal durch. Das ist aber die linke Seite der Lauterer. Das ist nicht die rechte Seite. Piri. Peters. Lassen. Hilfe. Könnte die Führung. Und das ist es. Nicht. Geworden, aber er blockt ihn ab. Wieder nicht. Also das ist, sie kriegt es gerade nicht hin. Gerade noch ab. Scheiße, ey. Ohne der natürlich zu. Bitte, wir haben so die Situation, haben wir ja, aber die Tore machen wir gerade noch nicht. Deswegen werden wir jetzt Doppelwechsel ziehen. Den Wechsel, den ich quasi vor der Partie gemacht habe, jetzt wieder rückgängig machen. Sie können kontern. Jawohl. Da hat er den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Vielleicht jetzt mal. Nein. Mann, da steht aber keiner in der Mitte, der den eindrücken kann. Jetzt den Doppelwechsel, wie gesagt. Ecke kommt in den 16er. Warum ist lungene Befreiung hier? Ecke kommt. Kleefisch möchte jetzt über Tempo über die Seite gehen. Jetzt hier rein. Und wieder ist es nicht drin. Lute wächst über sich komplett heraus. Da haben sie die Chance. Noch nicht vorbei. Und jetzt ist er drin. Zum ersten Mal mit Mühe und Not. Mit reingemurmelt. 1-0 aber. Den Ball hat er noch berührt. Aber irgendwie das Ding reingemurmelt. Mit Glück. Der ist das. Habe ich mir den nochmal nach vorne spitzelt. Weil er hat ihn eigentlich schon. Aber egal, er ist drin, man führt, egal wie. Und das ist wichtig, vor allem, weil die Freiburger führen. Und vor allen Dingen macht man auch wieder Boden, wieder Abstand nach Richtung Greuther Fürth wieder gut. Weil dann ist es wahrscheinlich dann definitiv der zweite Platz. Aber wie gesagt, vielleicht machen die Freiburger, die Fürther noch ein. Philipp Hercher. Wenn wir tatsächlich keinen mehr kriegen, das ist das Wichtigste. Oder das 2-0 machen. Gut gemacht, das könnte gefährlich werden. Ja, na gut. Der Ball ist weg. Das ist schlecht gespielt. Void. Gut gelöst da jetzt gegen den Schirmer. Das könnte eine Karte geben. Die Frage ist, was kriegt der? Gibt eine Ermahnung und wenn wir uns die Szene ansehen, dann müssen wir schon sagen, das war die letzte Ermahnung. Wieder. Jetzt haben sie zumindest mal die rechte Seite ein bisschen dichter. Das Pressing ist da. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Wird das eine Torchance? Und sie verlieren den Ball. Ja, sehr dribbelstark. Ah, schade. Richtig gut. Tomiak, der gut aufpasst hinten. Void. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Und jetzt hat er den Ball. Ha! Viel Übersicht bei diesem Pass. Sie lauern auf die Chance, aber hier kam der Vorstoß. Nein, es gibt keine Karte für uns, für das Hat jeder gesehen, Wolf, das Timing hat nicht gestimmt, aber grundsätzlich passt diese Strategie. Es ist immer dieses Spekulieren, dass man die Abwehr überrumpeln kann. Jetzt mal vielleicht eine Situation. Nein, wieder weg ist der Ball. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Sie unterstützen gut. Schön durchgesetzt. No war. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Sie holen sich den Ball. Mich. Geht den Einwurf weiter. So, Lautern wechselt jetzt Beuth aus. Die
Zimmer. Unwiderstehlich. Beut ist jetzt übrigens vom Platz. Der Golo raus damit erstmal. Jetzt den Einwurf. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. So, jetzt die letzte Minute läuft. Shifty. Kriegt er nochmal einen Angriff hin. Da ist das Pressing und dann war's das. Man murmelt sich zu diesem 1-0 gegen den FCK, aber diese drei Punkte sind drei Punkte und es ist wichtig und es ist verdient. Weil Lude gut gehalten hat, sehr gut gehalten hat und kriegt dann ein so ein blödes Ding da rein, sonst wär's raus. Und es ist mal, aber es ist mal wieder ein Spiel zu null. Man holt jetzt den dritten Sieg in Folge. Sieht jetzt also wieder besser aus. Ja, durchschnittliche Leistung. Fakt, das sind drei Punkte, alles andere ist unwichtig. Und wenn Freiburg, wie gesagt, noch. Und Freiburg da. Wenn Freiburg da tatsächlich noch gepatzt hat, dann sieht das vielleicht wieder etwas besser aus. Gut, wenn sie gewonnen haben, sind wir 15 Punkte verführt. Klar, dann sollte das eigentlich durch sein. Und das Spiel läuft. Aber wie gesagt, wenn nicht, dann wäre das schön. Freiburg gewinnt übrigens gegen Fürth mit 1:0. Fakt ist, damit ist der zweite Platz sicher. Oder ziemlich sicher. Aber wie gesagt, für uns ist es eine Katastrophe, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich hätte gerne gehabt, dass wir unentschieden gespielt haben. Oder verloren hätten oder was. So. Ja, wir waren auf jeden Fall das bessere Team. Am Ende ist es unwichtig wie. Wir waren besser. Punkt. Nein, wir waren immer noch besser. Punkt. Danke, mein Gott, wir haben das Ding jetzt nicht hochverdient geworden. So viele Chancen hatten sie nicht. Und sie haben ihre Seite nicht zugekriegt. Wir hatten halt die Tore. Gut, dann würde ich sagen, Mama, hier nochmal einen kleinen Break. Der nächste Gegner ist der SV Sandhausen. Ja, es wird langsam Richtung Topspiel. Wie gesagt, gewinnen wir gegen Freiburg sind es 4 Punkte nur noch. Aber das ist halt die große Frage. Gut, nächster Gegner, wie gesagt, Sandhausen, morgen um 14 Uhr. Ich hoffe, ihr seht uns dann. Bis dann. Tschüssi.